Alle Jahre wieder ein Weihnachtsvideo der Deutschen Telekom. Auch 2023 haben wir an vielen Stellen an unserem Hause weitergebaut und sogar noch einen oben drauf gesetzt. Unsere Hütte ist doch viel größer als die. Und die baue ich jetzt mal nach. Aber bauen bei uns ohne Bauvorschriften geht gar nicht. Und die sind mittlerweile ganz schön verstaubt und sehr umfangreich. Ganz ehrlich, die Hälfte würde es auch tun. Ohne die richtige Einstellung ist man kraftlos. Aber ohne einen Plan ist man ziellos. Und wir haben einen Plan. Wir wollen für uns, aber auch für unsere Kunden die Chancen der Digitalisierung nutzen. Aber die Umsetzung von so einem Plan ist gar nicht so einfach. Wir brauchen überall die besten Kompetenzen. Und wir brauchen die besten Werkzeuge. Zum Beispiel für den Feinschliff im Service oder die Optimierung unserer 5G-Netze. Für den Wettbewerb haben wir auch die richtige Antwort. Unsere Kosten sollten immer in der richtigen Balance sein. Zudem brauche ich auch was Neues, nämlich künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine riesige Chance für uns und unsere Kunden. Aber dafür müssen wir die künstliche Intelligenz erst einmal genau verstehen. Und deswegen will ich da mal hineinschauen. Oh. Wir setzen künstliche Intelligenz bei der Softwareentwicklung ein. Bei Frag Magenta, unserem Chatbot, oder bei unserem Tika für den Glasfaserausbau in Deutschland. Oder gemeinsam mit unserem Partner GoAva arbeiten wir an einem Avatar. Wenn man 1 und 1 zusammenzählt, ist zwar der Wunschzettel lang, aber nicht jeder Tannenbaum ein Funkmast. Naja, noch etwas hölzern und sowas würde ich sowieso nie sagen. Bei vielen liegt der Service noch am Boden. Wir haben uns komplett neu aufgestellt. Bei uns steht er wie eine 1. Ja, das Warten auf das Christkind kann ganz schön nervig sein, aber bei uns, der Telekom, geht alles viel schneller. Mittlerweile lösen wir 70% unserer Kundenanliegen im Erstkontakt. Da machen wir Regeln mit Köpfen. Und übrigens, die Wartezeiten haben wir deutlichst verkürzt. Aber bei 100 Millionen von Kundenkontakten geht auch mal was schief. Dafür entschuldigen wir uns. Aber dann setzen wir uns hin und drücken es wieder gerade. Mein absolutes Lieblingsprojekt, Glasfaser in jede Hütte. 8,7 Millionen in Europa, 7 Millionen Haushalte in Deutschland schon erreicht, 2,5 Millionen dazugekommen. Keiner baut so viel Glasfaser aus wie wir und wir hören damit nicht auf. Wir versorgen alle. Und wer baut überall das beste Netz? In Amerika das 5G-Netz mit 98% Abdeckung, in Deutschland mit 95% Abdeckung und in Europa mit 63% Abdeckung die Deutsche Telekom. Wir haben überall das beste Netz. Übrigens, billig war die Hütte nicht. Wir haben 21 Milliarden Euro investiert und damit gravierende Fortschritte erzielt. Unsere Aktie hat dieses Jahr ordentlich Wind. Und wir haben besser abgeschnitten als alle unsere Wettbewerber. 21 Euro ist unsere Aktie wert. Connecting your world. Den Geschäftskunden ein Fenster bauen in die digitale Welt. Dafür haben wir die Digital X geschafft. Die größte Hausmesse eines Unternehmens in Deutschland. Über 50.000 Geschäftskunden waren dabei. Auch George Clooney und auch die Gründer von ABBA. Bei der T-Systems haben wir dieses Jahr den Digital Twin gebaut. Ein Meilenstein bei der Entwicklung unserer Cloud-Plattform. Wir haben aber auch für Sicherheit gesorgt. In unseren Bilanzen, bei unserer Verwaltung, bei unseren Netzen und vor allem auch bei der Cybersecurity. Herzlichen Glückwunsch auch an Magenta TV. 4,6 Millionen Kunden. Die stärkstwachsende TV-Plattform in Europa. Und ihr habt einen super Job gemacht bei der Übertragung der Basketball-Weltmeisterschaft.
Übrigens an der Stelle herzlichen Glückwunsch an die deutschen Weltmeister. Aber nächstes Jahr geht es weiter. Alle Spiele in UHD-Qualität bei Magenta TV, der Fußball-Europameisterschaft hier im eigenen Lande. Tor. Ich glaube, die Nationalmannschaft muss da noch ein bisschen üben. Bring Me Awards, das war meine Ansage. Seitdem hagelt es für uns erste Preise. Zum Beispiel bestes Festnetz. Zum Beispiel bestes 5G-Netz. Zum Beispiel bester Service. Aber auch den Nachhaltigkeitspreis habt ihr gewonnen. Und wir sind attraktivster Arbeitgeber geworden. Großartig, wie ihr dieses Jahr abgeräumt habt. Das ist alles euer Verdienst, denn ihr wart engagiert, mutig, kreativ, leidenschaftlich. Und das wissen wir zu schätzen. Ihr wart out of the comfort zone. Liebe Telekommerinnen und Telekommer, für 2023 habe ich mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Die ganzen Spannungen in der Welt, Inflation, hohe Energiepreise und dann auch noch der Umbau bei uns zur Leading Digital Telco. Aber was haben wir geschafft? Wir haben wieder ein Rekordjahr abgeliefert. Wir können mit Selbstbewusstsein auch in 2024 gucken. Aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt verbringt Zeit mit euren Lieben. Genießt die Zeit zwischen den Tagen. Kommt zur Ruhe. Nächstes Jahr geht's weiter. Und ich gehe jetzt mit Otto und Anton eine Runde spazieren. Bis dann. Bleibt gesund. Euer Tim Höttges. Herzlich willkommen bei Tim's Tooltime, dem Do-It-Yourself-Channel. Alles über Holz und was sonst so im Handwerk schiefgehen kann. Aua, im besten Netz der Deutschen Telekom. Na super, das ist ja lustig hier werden in der Hütte. Wir haben Otto und Anton. Ihr habt so viel Leckerlis gehabt, ihr seid ganz schön schwer, Jungs. Der ist ja sehr kraftlos immer. Es war einmal vor langer Zeit. Nein, das ist albern, vor langer Zeit, das passt nicht. Also nochmal. Und für den Vorstand gar nicht so schlecht. Und damit direkt. Aua. Das nächste Highlight kommt. Pfosten. Frohe Weihnachten. Kala Christujena. Sretan Božić. Wesołych Świąt. Merry Christmas.